Diese Karotte gibt einen prima Daumen ab. Vorausgesetzt, ich stutze sie zurecht. Ein künstlicher Daumen. Allerdings fehlt der passende Abdruck. Professor Clark hat auf dem Glas Fingerabdruck. Professor Clark hat... Bleistiftminen bestehen aus Graphit. Professor Clark hat auf dem Glas Fing... Ein Brief von Ocean Orbs. Die Organisation teilt Clark mit, dass sein Antrag auf Gelder erneut abgelehnt wurde. Oh, Donnerwetter, da geht es um mehrere tausend Dollar pro Tag. Die Nische ließe sich damit... Es kommt ein wenig frische Luft herein. Die Feile eignet sich, um Fingerabdruckpulver herzustellen. Mit Hilfe von Feile und Bleistiften habe ich feines Graphit erhalten. Ergo, Fingerabdruckpulver. Professor Clark? Ein feines Sieb sorgt für eine feine Verteilung. Sieb und Pulver ergeben die ideale Kombination.
Professor Clark hat auf dem Glas... Ich habe die Glasfläche mit dem Pulver bestäubt. Ich muss es noch feiner verteilen. Wenn man Abdrücke sichern will, ist ein Pinsel unentbehrlich. Jetzt! Die Abdrücke sind nun deutlich zu erkennen. Ich sollte jetzt den vom rechten Daumen sichern. So, jetzt stimmt's. Sieht ein bisschen aus wie ein Heftpflaster und hat den Vorteil, dass ich damit Clarks Daumen nachbilden kann. Fertig ist Clarks Daumen. Ich werde verrückt. Es klappt. Wer ist da? Justus? Justus Jonas? Steckst du hinter dem Scherz mit der Scheibe? Aber wir haben über Festnetz telefoniert, als es geschah. Womit plausibel ist, dass ich als Verdächtiger ausscheide. Ja, sicher. Verzeih, ich bin komplett überarbeitet. Mein neues Buch, die Finanzlage, zu viel Kaffee. Und dennoch, ich habe einen Tentakel gesehen. Kurioserweise hätte mich diese Frage auch ohne Zwischenfall zu Ihnen geführt. Kann es sein, dass ein riesenhafter Krake oder Kalmar aus dem Meer steigt und über Land wandelt? Natürlich nicht. Ein für alle Mal. Es war ein Streich und ich habe überreagiert. Wo bleibt eigentlich die Polizei? Wird ein Panic Room von innen verschlossen, empfängt die Polizei automatisch ein Notsignal. Wenn man vom Teufel spricht. Komm, Justus. Seinen Freund und Helfer soll man nicht warten lassen. Inspektor Cotta hat Clarks Aussage aufgenommen. Wenn ich mit ihm spreche, behalte ich unsere Ermittlungsergebnisse besser für mich. Heute ist der Tag der Spinner. Unsere Leitungen waren überlastet wegen dieser Scherzanrufe. Ein Riesenkrake sei am Strand gesichtet worden. Und jetzt das hier. Steckt dein Freund Peter Shaw dahinter? Aber Inspektor Cotta, Sie kennen uns doch. Wir erlauben uns keine Scherze mit der Polizei. Ja, mir gibt nur zu denken, dass immerzu Peters Name fiel. Auch als ich ein mieses Foto bekommen habe, samt Aufforderung zum Strandfest Kraken mitzubringen. Das ist Ihr Handy, Clark. Hier, Clark. Ein lukratives Angebot. Lassen Sie hören. Das ist nicht zu fassen. Entschuldigung angenommen. Und wie geht's weiter? Verstehe. Gut, Sie melden sich dann wieder. Ein lukratives Angebot? Diese Töne sind mir nicht neu. Sind wir hier bald fertig, Inspektor? Ich glaube, ich verzichte auf eine Anzeige. Wir sind fertig, wenn ich es sage. Ein Riesenkrake. Es gibt schon außergewöhnliche Mutationen. Und schließlich sind unsere Köpfe rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Erzählen Sie diesen Unsinn meinetwegen den Pressehainis, aber bitte nicht in meiner Gegenwart. Ein Riesenkrake. Erzählen Sie diesen Unsinn... Sind wir hier bald fertig, Inspektor? Wir sind fertig, wenn... Auf dem Flugblatt stand etwas von einem lukrativen Angebot mit Verweis auf eine Werbeagentur. Ich sollte es dem Professor nicht vorenthalten. Eine Notiz? Lass sehen. Die Nachricht stammt von Miss Benchman, der PR-Expertin, mit der ich telefoniert habe. Sie will mein Buch promoten. Und was macht sich da besser als meine Wenigkeit? Experte und Opfer in Sachen Riesenkrake zu Wort kommen zu lassen. Justus, dein Handy. Hallo, Chef. Ich bin gerade auf dem Rückweg und wollte mich melden. Hallo, Bob. Ich bin gerade auf etwas Heißes gestoßen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also, ich war im Lord of Steampunk und habe eine entzückende Bekanntschaft gemacht. Justus berichtet von Professor Clarks Sinneswandel. Schließlich ergreift Bob die Gelegenheit, von seiner jüngsten Begegnung zu berichten. In einem Fachgeschäft am Rande von L.A. und davon, was es mit Steampunk auf sich hat. Die elende Parkplatzsuche hat ein Ende. Nun wollen wir mal sehen, was es mit der Krakenpfeife auf sich hat. Lord of Steampunk. Klingt nach einer wilden Sache. Bevor ich hineingehe, sollte ich einen Blick ins Schaufenster. Hier wird gerade dekoriert. Die junge Dame scheint unschlüssig zu sein, wie das geht. Dabei ist sie selber ein hübscher Blickfang. Sie ist in Gedanken und hört mich nicht. Eine Lokomotivpfeife als Türklingel. Das gehört zum Steampunk, nehme ich an. Vermutlich, oder? Ich helfe nur einer Freundin aus, die eine Weile verhindert ist. Bislang war nichts los. Mein Name ist Bob Andrews. Hi, Bob. Ich bin Madeline Stark. Suchst du etwas, um deine Freundin zu beeindrucken? Ich bin noch zu haben und überzeuge lieber mit Charme. Willst du mir etwas zeigen? Hast du so etwas schon einmal gesehen? Nein, aber mir sagt das meiste im Laden nichts. Steampunk erfindet ein Zeitalter der Dampfmaschinen, das es so nie gegeben hat. Mit Errungenschaften von heute, wie sie damals ausgesehen hätten. Zahnräder, Dampf und cooles Zubehör. Jedenfalls passt dein Gegenstand zu diesem futuristischen Retro-Look von was auch immer. Du siehst, hier spricht die Fachfrau. Und hilft mir die Fachfrau auf der Suche nach mehr? Vorschlag. Du hilfst mir bei der Schaufensterdeko. Danach können wir gemeinsam Detektiv spielen. Oder spielst du nur mit Jungs? Detektiv spielen? Mit Mädchen? Der Herausforderung stelle ich mich gern. Wenn du einen Blick ins Schaufenster wirfst, siehst du mein Dilemma. Sie ist in Gedanken und hört mich nicht. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ich brauche alle Gegenstände auf dieser Liste. Klingt ja abenteuerlich.
Was ist denn bitte schön ein Ätherschreiber? Ein Wolkenkratzer? Ich habe keinen Schimmer. Du kannst dich gerne im Laden umsehen. Na gut, vertrauen wir meiner Spürnase. Der Schaufensterpuppe fehlt ein Arm. Ich kann den anderen einfach nicht finden. Genauso wenig wie das Spiel Aeronautenschauer 2 Max Steamy schlägt zurück. Nach dem Spielecover soll ich die Puppe ausrichten. Korsett oder auch Schnürmieder, das merke ich mir als Geburtstagsgeschenk für Justus. Eine Schallplatte? Ah, ein Chapeau-Klack. Der Zylinder kommt wie gerufen. Ich sehe drei Schirme und den Knauf von einem Gehstock. Ein Cape, beliebt bei viktorianischen Herren, alten Jungfern und Superhelden. So eine Brille trugen die Pioniere der Luftfahrt. Wer sagt's denn? Ein Hemd mit Rüschen. Das geht als viktorianisch durch. Ein Fernrohr für den gepflegten Beobachter auf Reisen. Keine gewöhnliche Halskette. Das Relief des Schmuckstücks erinnert mich an Porträts von Queen Victoria, der britischen Monarchin. Immerhin hat sie über 60 Jahre regiert und eine ganze Epoche geprägt. Taschenuhr. Steampunker haben es nicht so mit dem digitalen Zeitalter. Und sieh mal einer an. Unser Dampfventil ist ein Filmrequisit. Original verpackt und mit Strichcode. Die Steampunk-Bezeichnung für einen USB-Stick. Chronograph gleich Bildschreiber gleich Fotoapparat. Steampunk ist ein Stück weit Blendwerk. Ein Taschenrechner mit Handbetrieb. Ein Haufen Dublonen. Oh, aus Plastik. Ein Monokel macht noch keine Brille. Der Schaufensterpuppe fehlt ein Arm. Ich kann den anderen ein... Das liegt am Karton. Manche Ware ist gegen Diebstahl gesichert.
Dann sollte ich ihn absetzen, bevor ich auf die Straße gehe. Unglaublich, wie laut Stadtvögel mittlerweile sind. Kein Wunder bei dem Straßenlärm. Geh, das sollte keine Kritik sein. Vergiss den Karton nicht, Bob. Ein Luftschiff, auch Zeppelin genannt. Ein Wischmopp. Die Fransen erinnern mich an eine Zottelfrisur. Ich denke, so geht der Mopp als Perücke durch. Der Titel sagt mir was. Allerdings nur, dass er auf der Liste steht. Das ist also das gesuchte Cover. Ich mache mir eine Skizze vom Titelhelden. Ich könnte stundenlang zusehen. Jules Verne. Der französische Autor gilt als Mitbegründer der Science Fiction. Arachnochanix. Ich erinnere mich an den Film. Da sah die Roboterspinne aber anders aus. Nicht wie dieser Entwurf von Fiddler. Lebt er überhaupt noch? Seinerzeit galt er als Genie, wenn es um furchterregende Konstruktionen ging. H.G. Wells Zukunftsroman Krieg der Welten ist ein Klassiker. Bei der Vorstellung, dass Marsianer die Erde erobern, läuft es nicht nur Peter eiskalt den Rücken herunter. Peters Vater arbeitet doch in der Filmbranche. Er kennt sich mit Spezialeffekten aus. Meint er nicht immer, Software-Spezialisten hätten den Modellbauern den Rang abgelaufen? Schließlich ist es Computern zu verdanken, wenn Tentakel heutzutage täuschend echt aussehen. Das Pendel sieht aus wie eine Greifhand. Der Minutenzeiger lässt sich auch anderswo festmachen. Der Stundenzeiger ist das perfekte Bindeglied. Kurios, aber kreativ. Zeiger und Pendel bilden einen Arm. Hier ist wohl Exklusives verwahrt. Eine riesige Spielzeugpistole. Der Lauf sieht aus wie eine Röhre. Eine riesige Spielzeugpistole. Die Vitrine ist abgeschlossen. Das Relief. Keine. Na bitte. Jetzt lässt. Bei der Spielzeugwaffe handelt es sich garantiert um die Röhrenpistole. Lässt die Augen größer erscheinen und macht blind wie ein Maulwurf.
Ich könnte stundenlang zusehen. Der Bildschirm erwartet die Eingabe eines Passworts. Ein Monokel macht noch ein Haufen Du. Ein Taschenrechner mit Ikonogramm. Die Steampunk. Ein Eintrag im Lexikon, der kleine Steampunk-Führer. Das muss der Ätherschreiber sein. Der Ätherschreiber, ganz schön schwer. Ich wette, so ein Ding hat nicht mal Mr. Jonas gesehen.